Der dänische Dichter in der Romantik. Freude und Schmerz liegen bei Hans Christian Andersen nahe beieinander. Unerfüllte Sehnsucht waren im 19. Jahrhundert üblich und wurden übergangen oder mit Liebe assoziiert. Standesunterschiede, Kriege und Kindersterblichkeit brachten gewaltige Herzensregungen mit sich, in denen die Verbundenheit besonders stark empfunden wurde. Zur damaligen Zeit war auch der Tod etwas, was vor Kindern nicht geheim gehalten wurde. Es gehörte ganz normal zum Leben, wie auch das Töten. Jungen sollten später Soldaten werden. Das Schlachten hat zum Alltag gehört. Andersen brachte mit seinen eigentümlichen Geschichten das Bewusstsein auf die Gefühle und die Erlösung von Leid. Er gab sowohl Menschen als auch Tieren, Pflanzen und Gegenständen ein Geist, ein Fühlen, ein Bewusstsein. Damit nahm er das spätere Wissen der Quantenphysik vorweg, nachdem das ganze Universum beseelt ist. Er verhalf wie viele Künstler in Musik, Dichtung und Malerei, wie Philosophen und Pädagogen zur Zeit der Romantik, zu einer stärkeren Herzensbildung des Menschen. Zu all dem, was man Kindern allgemein hin lehrte, gab er mit seinen Geschichten den Gefühlsaspekt als wichtigen Lebensbereich hinzu. Noch heute werden starke Emotionen als Schwäche oder Krankheit gedeutet. Teilweise werden Mitgefühl und Solidarität auch missbraucht. Man will künstlich das Gute erzwingen, selbst dann, wenn es schlecht ist. Die gesunde und wahre Herzenskraft, wie sie uns die Natur zeigt, ist sehr mächtig und kann Berge versetzen. Das behauptet die Quantenphysik, wenn man die geistigen Kräfte nicht leichtfertig vergeudet, sondern in sich bündelt und wirken lässt. Andersen hilft, damals wie heute mit seinen Märchen, dass Menschen umfassender bis ins Metaphysische denken, fühlen und handeln können.